Wer hat Bock auf heiße Spieler unter dem Radar? Let's go. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider, und damit gehen wir rein in Spielwoche 11 mit ein paar heißen Sleepern. Und deswegen sage ich einfach nur Like, Abo, Pyramide. Und damit sind wir am Start. Ich bin tatsächlich umgezogen, aber die Pyramide, sie steht noch am selben Ort. Und damit gehen wir mal rein hier. Wir haben es wieder in den Tiers. Scout-Bericht. Die Spieler packt ihr mal schön auf den Zettel. Check-in, Reinrücker für Ausfall. Wir haben den Programmspieler, der Mann mit den besten Matchups. Und dann haben wir noch den Star der Woche. Und damit verweise ich direkt mal auf unsere Liga-Insider-Seite. Denn da haben wir nämlich auch die Testspiele in einem Tab. Und die könnt ihr schön öffnen. Da haben nämlich ein paar Clubs getestet und testen gerade während der Länderspielpause. Ganz spannend hier. Auch der VfL Bochum. Die sind angetreten gegen den niederländischen Zweitligisten Den Bosch. Und ich habe die Torschützen hier mal beide im Blick für Scouting-Bericht. Hacking mit einer, ich sag mal, BA11, also mehr B11-Spieler drin. Aber auch ein A11-Spieler, Moritz Bruschinski, hat er aufgeboten da als Stoßstürmer. Mit einem Hackentor, also richtig sexy und sehr sehenswert auf jeden Fall. Also zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Und ich habe ihn auf jeden Fall fest im Blick, auch fürs Spiel am Wochenende gegen die Stuttgarter. Und auch den Vorlagengeber und Traumtorschützen. Ja, nochmal eine Schippe draufgesetzt auf das Bruschinski-Tor hat er. Samuel Bamba, ja, den kennt vielleicht schon ein oder andere hier aus dem Talentschuppen, aus dem Teamcheck. Der hat eingenetzt zum 2:0 da. Bamba, so ein sneaky Play hier. Kam jetzt nicht rein gegen Leverkusen. War aber der beste Mann da auf dem Platz. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Hacking den mal auspackt. Von daher ein bisschen versteckt, aber Bamba auf jeden Fall hier im Blick. So, generell finde ich die Bochumer richtig cool gerade. Gerade so Preis-Leistungs-Verhältnis in den Manager-Spielen. Und deswegen, ich glaube, Hacking hat die irgendwie aufgerüttelt. Und der ordert sogar Öhrmann zurück. Von der U21 kam hier gerade die Meldung rein. Hacking-Wunsch, Öhrmann reist von U21-Nationalteam ab. Also der Hacking macht das schon genau richtig. Der horcht so in sein Team rein, der will die Spieler kennenlernen. Öhrmann war okay gegen Leverkusen. Natürlich hartes Matchup hier, aber in der Kombi auch mit Medic. Absolut interessanter Mann, gefallen mir hier beide sehr gut. Hier Bochum-Cast hier komplett auf Scouting-Bericht ausgerichtet. Aber ich habe hier mal diese Bochum-Spieler auf jeden Fall im Blick und finde da gerade das Matchup auch irgendwie ein bisschen tricky für den VfB, auf die wir jetzt auch gleich mal zu sprechen kommen. Und zwar mit Chris Führig. Der spielt eine absolut unscheinbare Saison. Beim VfB wackeln gerade die ganzen Jungs hier fürs Spiel. Und deswegen habe ich ihn, ich habe einen Upset Alert, habe ich fett im Blick, habe ich euch schon gesagt gerade. Aber auch Partnerkanal Kickbase Guide E, da schwimmt da ja komplett die Big Welle mit Führig. Und ich will ja auch ein paar Favo-Aktien drin haben. Deswegen mache ich hier mal den Case für Führig. Der hat hier noch nicht viel gezeigt, die Saison in der Bundesliga. Der hat aber schon auf sich aufmerksam gemacht in den anderen Pokalwettbewerben. Von daher hier, Chris Führig ist ein Favo-driven Pick, aber auch mal hier drauf auf Scouting. So, und dann der letzte Mann, neuer Trainer in Hoffenheim, Ilsa übernimmt. Und Robin Ranasch, das ist vom Format ein tschechischer Nationalspieler. Der hat noch nicht Fuß gefasst bei der TSG. Und jetzt kommt ein neuer Trainer. Das kennen wir ja alle, Trainereffekt. Der mischt den Laden nochmal neu durch. Deswegen ist Ranasch auch da. Eine interessante Aktie. Und den haben wir aktuell als dritte Alternative hinter Nsoki. Der wackelt aber fürs Spiel. Und dahinter Chavez. Das ist aber eher auch vielleicht eine andere Position, die der spielen würde. Und Ranasch. Die Hoffenheimer haben ganz schön Kohle für den hingeblättert. 8 Millionen für den guten Mann. Und ehe man den hier als kompletten Transferflop abmeldet, würde ich sagen, räumen dem Jungen da nochmal eine Chance ein zu spielen. Den gibt es gerade überall günstig zu schnappen. Von daher, Ranasch hier, mein Mann. So, Ersatz in. Speed ich mal hier kurz durch, wie Gonzales. Ich habe Vavro, mein Lieblingsslowake. Der habe ich gebrochen. Ich habe den gestern überall verkauft in allen Manager-Games. Der ist schon ruled out fürs Spiel gegen Union. Jetzt kommt er rein. Bornau sollte ihn vertreten. Hat eigentlich das schon ganz gut gemacht. Auch hier mit Tor gegen Leverkusen. Der ist eigentlich ganz gut in die Saison gefunden. So, aber ist dann jetzt rausrotiert durch Koulirakis mit Vavro-Kombi. Und Bornau sollte auch wieder starten. Erwarten wir auf jeden Fall in der VA fürs Wochenende. So, Knutzen out. Marvin Schulz wird das wohl übernehmen. Das Ruder bei den Kielern gegen Mainz. Warum nicht? Und dann habe ich hier Höhler im Blick, ja, ja, für den angeschlagenen Dingchi.
sehe ich valide. Dingchi, Türkei-Partie, verpasst durch eine Knieverletzung. Und Höhler, wir schielen nochmal in den Testspielbericht, gegen KSC das Siegtor geschossen. Und der Junge brennt auf seine Chance, hatten wir auch einen Artikel gebracht, Anfang November hier. Vielleicht bekommt er sie, ich sag ja. So, nochmal Freiburg, Artu Bolo, angeschlagen von U21, abgereist. Florian Müller steht bereit. Auch den Mann hier mal im Blick behalten für alle Challenges. Lukrativ. So, Programmspieler. Und auch er ist bei mir auf dem Testspielberichtbogen ganz fett gemarkert. Hack. Robin Hack. Ja, ja. Wir haben hier den einen Robin auf unten, Robin Ranasch. Und auch Robin Hack in der LSP erfolgreich gegen Münster mit einem Testspieltreffer. Und der reicht ihm, da reicht ihm auch schon eine Halbzeit. Und jetzt bekommt er St. Pauli vor die Brust gesetzt. Dann Freiburg. Dortmund, knackig. Und dann aber auch Kiel. Von daher habe ich mir Hack hier notiert als Inform-Player. Ich habe hier auch Lee im Blick von den Mainzern. Geht gegen Kiel. Schnittstelle. Naja, wissen wir, da sind die Kieler anfällig. Da ist Lee ein guter Wirbelwind. Dann kommt Hoffenheim. Die sind neu formiert gerade hinten. Das könnte auch spannend werden da mit neuen Trainer. Und Wolfsburg ohne Wavro. Paar gute Matchups für Lee, den Offensivmann hier der Mainzer. Und ich habe auch noch im Blick Keke, top. Ja, ja. Da ein guter Kollege, hype den gerade auch in den diversen Podcasts hier. Keke Top, der heimliche Bruder von Das Leben des Brian. Den erwarten wir gerade vorne in der VA. Vielleicht hat Brian da auch seine Aktien drin. Und super Einwechslung auf jeden Fall. Gerade in der Liga hat er jetzt gegen die Gladys gescored. Hat gegen Kiel einen Scorer geliefert. Da auch immer so unter 30 Minuten. Und vielleicht sorgt er auch für Gefahr gegen Frankfurt. Das wird auf jeden Fall ein harter Brocken. Aber danach geht's gegen Stuttgart, Pauli und Bochum. Gar nicht mal so schlecht. So, Star der Woche, Palinja, kam heute die News. Auch da gute Besserung an den Mann. Kalenderjahr 2024 für Palinja gelaufen. Leon Goretzka war der Vertreter am Millern-Tor. Im Interview von Kompany, auch davor, da hat er ganz gute Worte gefunden für die Zweikampfmaschine. Und wir erwarten ihn auf jeden Fall schon mal in der VA. Mit einer Alternative haben wir ihn gerade drin, mit Leimer. Aber ich gehe auch ganz fest davon aus, dass Leon startet gegen Augsburg, gegen die Fuggerstädter und dass der eine richtige Rakete zündet. Und deswegen würde ich mir den hier überall einpacken. So ihr Lieben, das war mein erster Sleeper hier für diese Spielwoche. Und schreibt mir gerne mal eure Leute, die ihr gerade im Blick habt, in die Kommentare. Und damit gehen wir rein in die Woche. Tschüss.